Servus, schön, dass du da bist. Mein Name ist Johannes Stark und ich arbeite seit über 20 Jahren in Business- und Life-Coaching mit Führungskräften und Chefs zusammen, die wirklich was bewegen wollen in ihrem Leben. Und seit vielen Jahren beobachte ich ein Phänomen. Stress und Erfolg, also überdurchschnittlicher Erfolg, die zwei, die passen nicht zusammen, die stoßen sich sogar ab. Warum sind entspannte und gelassene Menschen viel erfolgreicher als wir Menschen, die etwas die ganze Zeit an Stress haben? Sie benutzen ganz unbewusst eine der wesentlichen Grundsäulen des Lebens. Genau das besprechen wir in dem Video. Und warum hilft uns Zeitmanagement nicht unbedingt, um erfolgreicher zu sein? Schön, dass du da bist. Lass uns starten. Wie viel von deiner Lebensenergie hast du, wenn du unter Zeitdruck im Stress bist? Grundsätzlich haben wir alle 100% Lebensenergie, also das Ganze. Wenn wir unter Zeitdruck im Stress sein, dann haben wir ganz automatisch nur mehr 40% Lebensenergie. Was ist mit den restlichen 60%? Die restlichen 60% verwandeln sich automatisch in Blockaden. Wir blockieren unser eigenes System. Wir schöpfen nur mehr aus 40% Lebensenergie. Wir tun ganz unbewusst das, was wir nicht tun sollen. Wir fahren im Alltag, im Alltag, wo wir unsere Energie brauchen würden, fahren wir automatisch unsere Lebensenergie zurück. Und nachher machen wir uns noch viele Gedanken, viele Sorgen über die Zukunft, über die Vergangenheit, was alles passieren könnte. Wir wollen alles verstehen, wir wollen alles im Kopf nachvollziehen. Und genau das macht uns unsere Energie kleiner. Das heißt, wir haben immer weniger Energie zur Verfügung. Und das ist doch genau das, was wir nicht wollen, was wir nicht brauchen. Und das Hirn, der Kopf oben, der braucht am meisten Energie, am meisten Kraft vom gesamten Körper. Eigentlich ist das komplett kontraproduktiv, oder? Wir setzen ein Werkzeug ein, wo uns viel Energie kostet, wo die Energie zurückgeht, ja, da muss es doch ein besseres Mittel geben. Ja, aber hoffentlich gibt es ein besseres Mittel. Ja, das gibt es wirklich. In Indien zum Beispiel, da gibt es keinen Zeitdruck oder Stress. Da liegt also eine richtig lässige Gelassenheit in der Luft. Und allein, wenn man da die Menschen beobachtet, kommt man selber in eine totale Gelassenheit, in eine totale Ruhe. In dieser Ruhe, in dieser Gelassenheit ist der zweite Teil vom Online-Seminar Fülle, ein Naturgesetz entstanden. Die Infos dazu findest du in der Infobox oder unter www.starkdynamisch.com. So, jetzt schauen wir uns die Schlüssel an, die aus der Stressfalle rausbringen. Und du wirst alle in deinem Alltag erkennen. Und wenn du nur zwei oder drei für diesen Schlüssel in deinem Leben umsetzen kannst, bewusst umsetzen kannst, bewusst erkennen kannst und nach dein Verhalten vielleicht ein bisschen anpassest, nachher kommst du dem Moment aus der Stressfalle. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Der erste Schlüssel ist, wir sind alle sehr durchgetaktet. Wir sind alle sehr durchgeplant. Und unser Kopf hat die ganze Zeit Ideen, was er noch alles tun kann. Und das muss natürlich alles in den Tag reinpassen. Und so ergibt sich natürlich, zack, 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 was alles zum Tun ist. Natürlich, da tun wir das nachher, schaffen das nachher. Aber ist das wirklich das Beste, was an dem Tag möglich gewesen wäre? Oder hätten sich spontane Ereignisse ergeben? Hätten sich Begegnungen ergeben, die was mir viel mehr gebracht hätten, wo sich neue Möglichkeiten ergeben hätten, wo sich neue Kontakte ergeben hätten, die was auf einmal viel mehr bringen würden, als wir das, was ich alles eingeplant habe? Plan die Hälfte von deinem Tag oder manchmal nicht einmal das. Und jetzt sagst du vielleicht, aha, was soll ich nachher im Rest vom Tag? Was soll ich nachher in der Zeit, wo ich nicht geplant habe, wo ich Freizeit eingeplant habe? Was soll ich da tun? Soll ich da Radl fahren gehen? Nein, sei einfach da. Schau, was passiert. Halt es einfach aus, wenn einmal nichts geplant ist. Sei da.
und schau einmal, wie es sich ergibt. Du kannst ja den Test gerade einmal eine Woche oder zwei Wochen machen und schau einmal, wie es dir da dabei geht. Weil das ist ein ganz ein wesentliches Instrument, das was entspannte Menschen viel, viel erfolgreicher macht als wie andere. Die seien nicht die ganze Zeit durchgetaktet, durchgeplant, unter Stress. Die haben viel Zeit. Die schauen, was sich alles ergibt. Die seien einfach da. Und du sagst vielleicht, aha, ja, super gescheit, aber das glaube ich wieder nicht. Ich habe in so vielen Jahren Management-Coaching, habe ich es wirklich erlebt und gesehen. Menschen, die aber viel, viel erfolgreicher sein, die sind gelassen, die sind ruhig, die haben viel Freiräume eingeplant, ganz unbewusst. Und für die ergeben sich die ganze Zeit neue Möglichkeiten und Chancen. Und somit sind sie immer noch erfolgreicher. Also, planen wir nur mal die Hälfte oder ein Viertel von dem, was wir bis jetzt alles planen. Und schaffen wir freie Räume. Und der nächste Schlüssel, an was orientierst du dich? An den Formen, am Erfolg, am Geld, an allem dem, was du in dein Leben natürlich, was du manifestieren willst, was du schaffen willst, was du erreichen willst, an deinem Ziel oder, ja genau, oder am inneren Gespür zu diesen Dingen. Wie soll das jetzt gehen? Ein inneres Gespür für diese Dinge. Erfolg, zum Beispiel Erfolg, ist immer die Folge von, ja genau, die Folge von dem, dass du spürst, was richtig ist und einen Schritt nach dem anderen machst. Wenn du auf dein Gefühl horchst, auf deine Intuition horchst, nachher triffst du automatisch viel die richtigeren Entscheidungen, als wir, wenn du dich am Erfolg, am Geld, am Ziel orientierst. Wenn du sagst, ja, ich will das schaffen, was muss ich jetzt tun, damit ich da hinkomme? Dann bist du komplett weg vom Fluss. Ja, du bist wirklich weg vom Fluss. Erkenne und höre und spüre deine Intuition. Was kommt da für ein Gefühl beim Thema? Und wenn mir ein Manager, eine Führungskraft oder ein Verkaufsleiter oder ganz egal, wer fragt, ja, wie würdest du das machen? Ich habe da diese Situation, wie würdest du das machen? Wie würdest du entscheiden? Dann frage ich immer, was sagt denn dein Gefühl? Was hast du für ein Gefühl dazu? Dann sagt er, ja, vom Gefühl her würde ich Nein sagen. Ja, und warum sagst du nicht Nein? Ja, weil da wird sich ja neue... Glaubst du, dass es wirklich so ist? Oder hat dein Gefühl recht? Und das weißt du ganz genau. Zu 100% hat immer das Gefühl recht. Wir müssen oft lernen, diesem Gefühl zu trauen, dem zu folgen. Also brauchen wir die Freiräume, brauchen wir diese Leerzeiten im Alltag, damit wir unser Gespür, unsere Intuition hören und fühlen können. Und daraus ergeben sich die richtigen Entscheidungen. Und der Rudi hat einmal gesagt, wenn jemand einen Termin ausfällt, also einen Tagestermin, wo er irgendwo hinfahren hätte sollen, einen Geschäftstermin, und nachher füllt er den nicht reflexartig mit neuen Terminen, sondern er genießt einfach den Freiraum und ist einfach da, er ist in der Firma. Geht durch die Firma, schaut, redet mit den Leuten. Und ganz oft haben sich schon neue Möglichkeiten genau aus diesem Freiraum entwickelt. Für die hätte er sonst gar keine Zeit gehabt. Du siehst, da ist was dran. Und lerne, der Intuition zu folgen. Lerne, deinem Gespür zu folgen. Und Erfolg ist nachher ganz eine automatische, ganz eine logische Folgerung aus dem heraus. Aber der Grundstein, der Anfang ist immer da drinnen. Und der nächste Schlüssel ist, wie wichtig bist du? Wie wichtig bist du wirklich? Willst du alles kontrollieren, überall schauen? Bist du Idealist, wo du einfach sagst, ich will einfach, dass es genau so perfekt ist, als wie ich das machen würde? Ja, nachher ist es schwierig. Nachher ist es ein schwieriger Alltag. Weil Mitarbeiter werden das nie genau so machen, wie das du machst. Wir müssen lernen, die Dinge einfach laufen zu lassen. Ein Mitarbeiter hat immer einen anderen Zugang zum Ganzen, hat eine andere Motivation,
die Arbeit zu machen, als wir du. Wir müssen lernen, die Dinge passieren zu lassen. Natürlich müssen wir wissen, wohin gehört das Ganze, wie soll das Ganze umgesetzt werden. Nur lass den Mitarbeitern ihren eigenen Weg dazu. Gib ihnen Verantwortung, gib ihnen Vertrauen, gib ihnen den Raum, das tun zu dürfen. Und Chefs und Führungskräfte, die aber die ganze Zeit selber immer alles machen oder selber kontrollieren, die machen ganz unbewusst die Mitarbeiter schwach. Die Mitarbeiter sagen, der Chef schaut da brauche ich mich gar nicht anstrengen. Wenn aber die Mitarbeiter wissen, sie müssen es selber machen, sie stehen nachher zum Schluss in der Verantwortung, nachher strengen sie sich viel mehr an. Wie wichtig bist du? Bist du der, der was die ganze Zeit umeinander schaut und alles kontrolliert, oder kannst du es laufen lassen? Und haltest du es so aus, wenn es einmal nicht genau so ist, wie das du gern hättest? Also frag dich im Alltag, wie wichtig bin ich eigentlich? Wie wichtig nehme ich mich? So wichtig sind wir gar nicht, wie wir oft glauben. Und da passt der nächste Schlüssel natürlich perfekt dazu. Mach dir Gedanken, was du alles nicht dir machst. Ja genau, was kannst du alles abgeben? Wo kannst du Leute einsetzen, die dir helfen? Du bist schließlich unendlich einer, der soll strategisch denken, der soll den Überblick haben, der soll neue Wege gehen, der soll schauen, was es noch für Möglichkeiten gibt und nicht die ganze Zeit im System, im Unternehmen arbeiten. Weil wenn du der beste Mitarbeiter in deiner Firma bist, dann ist es eigentlich eine Katastrophe. Das ist ein ganz altes Denken von früher noch. Funktioniert heute überhaupt gar nicht mehr. Heute müssen wir unsere Antennen ausfahren und schauen, wo und wie und welche Möglichkeiten das es gibt. Und darum überlegt er, wer kann das, was du tun musst, für dich machen. Und das sind Leute um dich, die kennen das und die tun das so gerne. Aber halt's aus, wenn sie es nicht genau so machen, wie es du machst. Halt's wirklich aus. Lass es fließen, lass es laufen. Hock nicht auf jede Kleinigkeit drauf und sag, das hätte ich jetzt doch anders gemacht. Lass es einfach zu, dass es nicht genau so ist. Weil insgesamt ist es vielleicht nachher noch besser, als wenn du das alles selber gemacht hättest. Überleg dir, wer kann das, was du machen musst, was du zu machen hast, für dich tun. Delegiere. Gib Arbeiten ab. Du stärkst damit deine Leute, die Leute in deiner Umgebung. Die kriegen Verantwortung. Und Verantwortung ist eines von den stärksten Motivationspunkte überhaupt, die es gibt. Verantwortung, Wertschätzung, ja, an dritter Stelle kommt erst Geld als Motivationsfaktor. Gib ihnen Verantwortung. Lass sie in dein Alltagsleben, in dein Arbeitsleben, lass sie zu. Lass sie herein. Gib ihnen die Möglichkeit, dir zu helfen. Und du wirst merken, da entsteht eine ganz lässige Energie, ein ganz lässiger Spirit. Und du hast weniger zu tun, du kannst mehr sein. Sein klingt jetzt komisch, aber du kriegst den Überblick über das Ganze, du kriegst die klare Fahrtrichtung, du siehst schon einfach, dahin wollen wir, dahin müssen wir, das wäre gut. Und du setzt einfach strategisch wichtige Maßnahmen. Und das ist der absolute Gegenspieler zum alles selber tun. Ich weiß noch, vor 20 oder 25 Jahren hat einmal ein sehr erfolgreicher Unternehmer in unserer Region gesagt, er ist als allererstes in der Firma und er geht als allerletztes aus der Firma raus. Also er arbeitet praktisch fast Tag und Nacht. Naja, ist Konkurs gegangen. Schade. Also die ganze Zeit tun, da sieht man den Fluss nicht mehr, man sieht die Möglichkeiten nicht mehr. Man arbeitet nicht am Unternehmen, sondern die ganze Zeit im Unternehmen. Machst du so, dass du Freiräume hast, dass du Möglichkeiten siehst, dass du offen sein kannst für Neues und dass du entspannt arbeiten kannst. Nicht der, was am meisten tut, verdient am meisten, sondern der, was am meisten bewirkt, verdient am meisten.
Und dieses Denken muss man vielleicht auch einmal umswitchen. Was bewirke ich mit meinem Tun? Und das, was zu tun ist, das kann ich ganz gut verlagern. Und ich stärke somit die Menschen um mich. Und das ist doch genial, oder? Du hast keine Mitarbeiter, du bist eine Ein-Mann-Show. Ich bin auch eine Ein-Mann-Show. Oder doch nicht. Aber ich habe 4 oder 5 Freelancer, die mir in ganz bestimmte Bereiche helfen. Filmschnitt zum Beispiel, oder Lektorat, oder Buchhaltung und solche Dinge. Sind jetzt das Mitarbeiter? Nein, das sind Menschen um mich, die mir helfen, mir meine Ideen umzusetzen. Und solche Leute braucht man. Also du brauchst nicht unbedingt Mitarbeiter, aber lass dir helfen. Solche Leute gibt es. Die sind da wirklich gut, die kennen das. Lass sie machen. Sag den groben Rahmen, wo du hin willst, was du möchtest und nachher tu. Also auch eine Ein-Mann-Show kann sich eine schöne Gruppe von Menschen bilden, die ihm helfen, seine Ideen umzusetzen. Also es geht wirklich überall. Und mach dir einmal Gedanken, wie stark, wie intensiv ist dein Wollen oder dein Tun damit. Du tust etwas, damit du dein Ziel erreichst. Du willst dein Ziel unbedingt erreichen. Du willst es schaffen. Du hast nur das Ziel im Fokus. Ich weiß, das ist ein bisschen konträr zum allgemeinen Wissen über Erfolg und Zielerreichung. Nur das angestrengte Wollen und das Tun, damit du etwas erreichst, blockiert dir schlagartig und zwar unmittelbar deinen Erfolgsfluss. Versuche mal das Wollen, dieses fixierte Wollen und dieses fixierte Tun damit, was muss ich tun, damit ich mein Ziel erreiche, versuche das einmal zu reduzieren und konzentriere dich auf das, was jetzt gerade ist, was jetzt gerade zu tun ist, was jetzt gerade zu bewegen ist und denk nicht die ganze Zeit ans Ziel. Sag, okay, jetzt gehen wir den Schritt, also gehen wir den Schritt, so gut wie wir jetzt können. Schauen wir uns die ganz wesentlichen Punkte nochmal an. Schaff Freiräume im Alltag. Horch auf deine Intuition, auf dein Gefühl. Frag dich, bin ich wirklich so wichtig oder vielleicht doch nicht? Und frag dich, wer in meiner Umgebung kann mir Arbeiten abnehmen? Wenn dir das Video gefallen hat, bewerte es mit deinem Daumen und denk dran, den Kanal zu abonnieren. Und wenn du die Glocke drückst, nachher wirst du immer informiert, sobald was Neues erscheint. Ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Vierti, Servus. Mach's gut.